Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe für meine Fraktion vor einer Woche in der Debatte hier zu diesem Gesetz erklärt, dass Demokratie auch in Krisenzeiten Handlungsfähigkeit zeigen muss. Wir müssen dazu nicht als Parlament Verfassungsgrundsätze infrage stellen, und das Parlament darf, und das wollen wir auch nicht, sich aus der Verantwortung verabschieden und der Regierung Blankoschecks erteilen. Und Herr Kollege Löttgen, das hat nichts, aber auch gar nichts mit Misstrauen einem engagierten christdemokratischen Minister zu tun. Und ich hoffe auch nicht, Herr Laumann, dass Sie das so verstanden haben. Und Herr Ministerpräsident, da ging es auch nicht nur, Sie haben das so ein bisschen klein geredet, um rechtstheoretische Abhandlungen im Klein-Klein. Nein, bei diesem Gesetz, und das haben uns Sachverständige, Verfassungsrechtler ja nun alle bestätigt und ins Stammbuch geschrieben, wurde unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig in Grundrechte in diese eingegriffen, und die waren in dieser Form nicht in Ordnung. Und das ist nicht juristisches Klein-Klein. Deswegen haben wir das in der letzten Woche auch nicht beschlossen. Und es war gut so, dass wir uns der Herausforderung gestellt haben und mit der Verabschiedung des Pandemiegesetzes, was heute hoffentlich in großem Einvernehmen passiert, haben wir gezeigt, dass wir diesem Anspruch auch gerecht geworden sind, Parlamentsrechte nicht zu beschneiden, gleichzeitig eine handlungsfähige Demokratie hier zu haben, die der Situation hier und den Anforderungen gerecht wird. Vor einer Woche habe ich auch erklärt, dass vorausschauende Politik, und da sind wir uns einig, Herr Laschet, gleichzeitig zu diesen Handlungen, die auch notwendig sind, Durchgriffsrechte zu schaffen für die Gesundheitsbehörden, aber auch gleichzeitig vorausschauende Politik, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, darüber zusätzlich nachdenken muss, nach welchen Kriterien denn die Entscheidungen von potenziellen stufenweisen Lockerungen der Maßnahmen erfolgen können. Schwierige Abwägungen stehen bevor. Die Analyse der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen gehören natürlich dazu, damit die Verhältnismäßigkeit der Eingriffe im Einzelfall immer wieder neu bewertet werden kann, was am Ende verantwortbar ist. Dafür braucht Politik weitere Erkenntnisse. Wir haben es begrüßt, dass der Expertenrat dazu von Ihnen einberufen wurde, und wir haben darum gebeten, diese Debatte auch ins Parlament zu holen, sie transparent zu führen. Da geht es um wichtige Dinge für die Menschen in diesem Land. Und Sie haben Anspruch darauf, dass Politik sich öffentlich damit auseinandersetzt. Auch diesem Anspruch werden wir heute gerecht. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, Herr Laschet, dass Sie unserer Anregung gefolgt sind. Aber muss dazu sagen, nicht in Ordnung finde ich es dann, zuerst die Presse zu informieren und danach ins Parlament zu kommen. In der Debatte über Lockerung meinen wir, kann es am Ende keine Zweiklassengesellschaft gehen, wenn es um Grundrechte geht. Daher dürfen die Lockerungen unsere Gesellschaft auch nicht spalten, und daher halten auch wir die Isolierung älterer Menschen für unsolidarisch und nicht zielführend. Nicht zielführend und hilfreich ist es zudem, dass jetzt der Wettlauf darum eröffnet wird, wer ist denn jetzt der Erste, der in die Kameras die ganz konkreten Lockerungen verkündet. Und alle wollen nicht, dass das Herr Söder ist. Das sollte nicht Maßstab des politischen Handelns sein. Und deswegen, Herr Stamm, in allen Ehren, dass Sie hier in der Challenge mit Herrn Söder der Erste sein wollen. Aber was mich echt irritiert hat, ist, dass Sie schon gestern wussten, dass zahlreiche Geschäfte, so stand es im Zitat von Ihnen zu lesen, dass zahlreiche Geschäfte schon Ende des Monats wieder eröffnen. Ich finde es unverantwortlich, das so jetzt zu verkünden, Herr Stamm. Das sollte man nicht machen. So habe ich der Presse entnommen. Die Quelle kann ich Ihnen gerne nachliefern. Solche Aussagen verunsichern jetzt mehr, und wir sollten hier nicht mit konkreten Datumsbenennungen die Leute verunsichern. Das verstehen wir nicht unter verantwortungsvollem Handeln. Am Mittwoch in Berlin wird es hoffentlich gelingen, Herr Ministerpräsident, dass man sich hier auf einheitliche Kriterien verständigt. Selbstverständlich immer unter Berücksichtigung von regionalen Besonderheiten. Versammlungen, das ist uns, glaube ich, allen klar, große Versammlungen wird es auf längere Zeit wohl nicht geben. Das ist für die Fußballfreundinnen und Freunde eine harte Botschaft, aber ich glaube, dass tatsächlich solche Dinge noch lange nicht möglich sein werden.
Andererseits, wenn wir auf Schule und Kita gucken, ist hier wahrscheinlich jetzt die nächsten Schritte auch absehbar, dass hier schnell abgestuft gelockert wird. Aber wir meinen nach wie vor, statt Kalendertage brauchen wir, um diese Entscheidung zu treffen, wissenschaftliche Kennzahlen, Kenngrößen, auf deren Grundlage Kontaktmöglichkeiten dann wieder gelockert werden können. Also eine risikoangemessene, schrittweise Lockerung. Wie zum Beispiel, das wurde ja auch heute Morgen von den Wissenschaftlern gesagt, wie können zum Beispiel Hygienemaßnahmen aussehen, um Kitas und Schulen dann wieder schrittweise zu öffnen. Und so mehr, je mehr sich die Menschen an die Vorgaben halten, umso mehr kann dann auch gelockert werden. Wir können uns auch gut vorstellen, dass für den Weg aus dem Lockdown digitale Lösungen helfen können. Und statt Massendaten über Funkzellen abzurufen, ist es aus unserer Sicht wesentlich zielführender mit einer freiwilligen und zielgenauen App Kontakt- und Bewegungsdaten auf dem eigenen Gerät aufzuzeichnen, das ist ja gerade in Entwicklung, die dann genutzt werden können, um bei einer Infektion zu ermitteln, mit wem dann der Infizierte Kontakt hatte, die dann wiederum problemlos anonymisiert informiert werden können, die durch diesen Kontakt gefährdet sind. Und man kann eine Risikobewertung machen und schnell Risikoketten unterbrechen. Das ist ein hilfreiches Instrument, was aus unserer Sicht begleitend jetzt mit den Abwägungen, wann können wir Lockerungen machen, auch mit auf den Weg gebracht werden muss. Mit dem überarbeiteten Gesetzentwurf der Landesregierung zeigen wir als Parlament heute, dass unser Rechtsstaat auch in Ausnahmesituationen und Krisen funktioniert. Das heißt, wir sind dem Anspruch an das Parlament als Gesetzgeber, aber auch als Kontrollinstanz der Regierung gegenüber, Herr Minister Laumann, und das bitte ich nicht persönlich zu nehmen, aber das haben wir verfassungsrechtlich, diesen Auftrag. Und diesem Auftrag sind wir mit diesem Gesetz gerecht geworden, weil wir Befristungen eingeführt haben, Überprüfungen, Evaluierungsklauseln und vor allen Dingen Parlamentsvorbehalte bei grundlegenden Grundrechtseingriffen. Und das ist auch gut so. Wir haben uns Stellungnahmen von Sachverständigen angehört, einbezogen. Wir haben miteinander gerungen. Und das will ich auch sagen, das war auch nicht immer leicht. Aber es war, so will ich es doch sagen, in weiten Teilen davon geprägt, dass alle Gesprächspartner hier an einer lösungsorientierten Ergebnis sich orientiert haben, und ich glaube auch, dass wir das erzielt haben. Zwangsverpflichtungen, auch das war uns sehr wichtig. Zwangsverpflichtungen wird es nun nicht mehr geben. Freiwillige bekommen verbindliche Freistellungsansprüche, Entschädigungen, der Versicherungsschutz ist geregelt. Und mit diesem Angebot an die Menschen, glaube ich, werden wir dieser Aufgabe auch mit Freiwilligen gerecht. Und wir brauchen dann auch nicht mehr Zwangsmaßnahmen oder Verpflichtungen, Dienstverpflichtungen von Menschen. Was nicht im Gesetz steht, aber worauf wir uns verständigt haben und was für uns Grüne ganz wichtig ist, zwei Dinge zum Schluss. Zum einen die Kommunen. Die Kommunen brauchen jetzt dringend Unterstützung, denn die sind es. Vor Ort wird jetzt Enormes geleistet und auch enorme finanzielle Belastung, die Kommunen gerade drücken. Deswegen bin ich froh, dass wir verabreden konnten, schnellstmöglich in einem Gesetz Lockerungen im Haushaltsrecht zu verankern, damit die Kommunen finanzielle Spielräume für die Bewältigung der Krise bekommen. Kommunen können sich, anders als wir im Land oder im Bund, nicht mal eben per Ratsbeschluss von der Schuldenbremse befreien. Das müssen schon wir tun. Und ich meine auch, dass das angemessen ist, dass sie hier Lockerungen bekommen. Liquidität muss vor Ort gesichert sein. Und wir können die Kommunen jetzt nicht noch monatelang damit beschäftigen, einen Nachtragshaushalt nach dem anderen zu erstellen. Denn einsparen werden sie die enormen Ausgaben, die sie zusätzlich haben, werden sie nicht können. Und deswegen braucht es hier jetzt sehr schnell Regelungen. Die Zusage der Regierung liegt auf dem Tisch, dass wir hier bald einen Gesetzentwurf dazu beschließen können. Aber ich sage auch ganz klar, die Kommunen können jetzt mal mehr Schulden machen und damit ist das Problem gelöst. Nein, das kann nur eine kurzfristige Maßnahme sein. Langfristig und grundsätzlich müssen wir den Kommunen hier nachhaltig helfen. Daher bleibt es bei unserer Forderung, und zu meinem Bedauern hat die Landesregierung hierzu
Rückzug sich bisher noch nicht erklärt. Und auch diese Erklärung halte ich für dringend nötig. Wir brauchen einen Rettungsschirm für die massiven Steuerausfälle in den Kommunen und auf der anderen Seite die überbordenden Ausgaben, die Sie jetzt haben. Das werden Sie alleine nicht perspektivisch wieder kompensieren oder einsparen können. Und die zugesagten Stärkungspaktmittel, die dafür verwendet werden können, die reichen nicht aus. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also, wann kommt endlich die Ansage der Regierung? Ja, Kommunen, auch für euch gibt es einen Rettungsschirm. Die warten darauf und wir unterstützen die ja ausdrücklich bei dieser Forderung. Damit verbunden, weil auch das strukturell die Kommunen gerade unglaublich drückt, nicht gelöste Altschuldenproblematik. Wir haben es immer noch nicht geschafft, die Regierung hat es immer noch nicht geschafft, endlich die Altschuldenregelung in Form eines ausgelagerten Altschuldenfonds auf den Weg zu bringen. Das würde die Kommunen jetzt in dieser Krise enorm entlasten und auch daran muss weitergearbeitet werden, parallel und auch und gerade in Krisenzeiten. Und drittens, die Zusage der Regierung, Herr Stamp, Sie haben es zugesagt, an die Kommunen für eine auskömmliche Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung. Sie haben dieses Versprechen bislang nicht eingelöst, das heißt, die Pauschalen für die Unterbringung zu erhöhen. Und auch darauf warten die Kommunen händeringend. Und auch das drückt sie in dieser Krise umso mehr, dass diese Probleme nicht vorab schon gelöst wurden. Das heißt, kurzfristig müssen wir die Kommunen liquide machen, Liquidität sichern, aber perspektivisch und langfristig müssen wir die Kommunen hier finanziell sehr viel besser absichern, damit sie gut durch die Krise kommen. Und ebenfalls nicht im Gesetz geregelt, aber vereinbart, Frau Ministerin Gebauer, die schulrechtlichen Regelungen werden nun in einem Gesetz geregelt. Wir hätten uns das auch anders vorstellen können, aber gut, wir haben uns darauf geeinigt und dann stehen wir auch dazu, da wird es jetzt ein Gesetz geben. Aber ich will für unsere Fraktion noch mal sehr deutlich sagen, für uns ist es wichtig, Gesetz oder Rechtsverordnung, es ist wichtig, dass die Schulen schnell rechtliche Klarheit bekommen und sie müssen sich darauf verlassen können, dass für alle Szenarien, die entstehen können, Vorsorge getroffen wird. Eine Sicherung aller Optionen heißt dann auch, und das muss auch noch mal ausgesprochen werden, ob nach Klasse 10 oder beim Abitur dann mit einer Durchschnittsnote als eine Abschlussvergabe erfolgt. Auch diese Option steht im Raum und wir müssen klar signalisieren, für alle Optionen ist Vorsorge getroffen und wir sind bereit, das mit einem Sonderplenum in einem sehr zügigen Gesetzgebungsverfahren dann auch zu gewährleisten und gesetzlich zu verankern. Und sehr wahrscheinlich dann in der nächsten Woche, nehme ich mal an, je nachdem, was bei der MPK herauskommt, werden wir auch dann in der zweiten Osterferienwoche hier bereit sein, schnell und zügig das umzusetzen. Wir haben es uns nicht immer leicht gemacht, aber ich hatte doch den Eindruck, wirklich in weiten Teilen waren alle an einer konstruktiven Lösung interessiert. Und mit einigen Beratungsschleifen haben wir das ja auch gut hingekommen. Also herzlichen Dank, liebe Kollegen. Ich danke unseren parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, auch das muss mal gesagt werden, die hier sehr unterstützt haben. Ich bedanke mich diejenigen, die hier im Hintergrund sitzen oder jetzt am Stream zuschauen, weil sie Homeoffice haben. Ich bedanke mich bei unseren Referentinnen und Referenten in der Landtagsfraktion und ich bedanke mich ganz ausdrücklich, Frau Präsidentin, bei der Landtagsverwaltung. Eine Wahnsinnsleistung. Vielen, vielen Dank, dass wir so schnell das Protokoll bekommen haben, dass wenn wir mitten in der Nacht noch Änderungsanträge schreiben und Sie frühmorgens dann noch 5 Änderungen bekommen und das schnell eingearbeitet werden muss, all das konnte tatsächlich auf den Weg gebracht werden. Die Landtagsverwaltung, dafür darf ich meine Redezeit überziehen, Frau Präsidentin, nochmal der Landtagsverwaltung ausdrücklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu danken. Und natürlich danken wir auch den Experten, den Wissenschaftlern, die uns jetzt beratend zur Verfügung stellen und all denjenigen, die unsere Versorgung sicherstellen, die unsere Kranken versorgen. Und letzter Satz, dabei diesen Dank darf es nicht bleiben. Gerade diejenigen, die gerade systemrelevante Berufe ausüben, die brauchen mehr als nur den Schulterklopfer von uns. Perspektivisch müssen wir dafür sorgen, dass auch diese Berufe aufgewertet werden. Und Wertschätzung hat dann auch was mit höherer Bezahlung zu tun. Sie haben sich spätestens jetzt mit dieser Krisenbewältigung verdient. Schönen Dank.